Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute werde ich einen Tag lang, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, ist ja auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich einen Tag lang nur rote Sachen gegessen. Heute ist blau am Start. Ich habe schon direkt auf jeden Fall blaues Powerade im Kopf. Auf jeden Fall, es ist früh am Morgen, wie man sieht. Die Sonne scheint, perfektes Wetter. Die Pollenallergie meldet sich auch direkt. Es geht los, ich kaufe ein bisschen ein. Jetzt gönnt euch mal auf jeden Fall, wie fresh das aussieht bei dem Wetter, obwohl ich im Schatten stehe. Jo, und go, 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 go. Waage es natürlich auf, man kennt es. So, jetzt habe ich mir auf jeden Fall Blaubeeren gegönnt. Ich witzbold. Blaubeeren. Aber Blau ist auf jeden Fall viel schwerer zu finden als Rot. Also echt nicht easy. So, jetzt auf jeden Fall passend dazu blauen Quark, weil ich habe nichts Besseres gefunden. Oh Leute, ich verhungere. So, auf jeden Fall, ich habe jetzt hier Powerade gefunden. Direkt zwei Flaschen. Jetzt was viel Geileres. Gönnt euch mal. Die haben einfach blaue Fanta. Ey, das probiere ich mal. Ich habe es schon mal getrunken im Ausland, aber es war richtig eklig. Dieses hier, dieses Zitrone. Hier auf jeden Fall eine Pizza. Mit Lebensmittelfarbe natürlich. So, auf jeden Fall, ich bin jetzt wieder zurück. Und ein Paket ist angekommen. Hier meine Moschino-Latschen. Ist das nicht geil? Ich freue mich voll. Aber ich muss zugeben, die Verarbeitung ist gar nicht so geil, wie erwartet. Hier dieses hier so hochwertig. Ja, ist auf jeden Fall geil. Hier die Rechnung. Ja, auf jeden Fall, das passt so geil hierzu. Ist ja auch eine Kollektion richtig nice. Ich probiere mal einen Puschen an. Ja, ist egal. Aber findet ihr, dass er ein bisschen groß ist? Ich finde, am Hacken so ein bisschen ist Platz, aber ganz geil. Ich freue mich voll. So, auf jeden Fall, ich werde mir jetzt die Pizza machen. Heute ist ein super Wetter. Und das heißt für mich, eigentlich würde ich jetzt den Joghurt essen. Aber da jetzt gerade unten so gut wie keiner ist und wir später noch Besuch kriegen und ich dann nicht einfach mit der Kamera rumlaufen will und anfangen will, die Pizza zu färben und also, ne? Deswegen mache ich jetzt die Pizza, wo noch keiner da ist. Das muss ja keiner sehen von den Besuchern, dass ich da einfach anfange, eine Pizza blau zu machen. Und ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal eine Pizza, obwohl ich mehr Hunger auf Joghurt habe, aber ist ja auch egal. Ups. Hä? Das ist ja schon leer. Lol, ich bin so blöd, ich habe das hier nur gemacht. Ich hätte das außen machen sollen. Ah, Mist. Aber ich liebe Pizzaburger auf jeden Fall. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr auch Pizzaburger liebt. So, und der letzte. So, auf jeden Fall ist es ein totaler Fail geworden, wenn man sieht. Es ist kaum blau, hier zumindest ganz gut. Aber das war es auch schon. Ich würde sagen, ich klappe die jetzt mal aufeinander. Zack. Und den hier auch. Ja, leider nicht wirklich blau, aber ich würde mal sagen, die inneren Werte zählen. So ekelig aus. Meine Zähne haben sich auch verfärbt. Es schmeckt einfach nicht, ey, ehrlich. Oh, okay. Wisst ihr vielleicht noch als Kind, wie ihr euch damals gefreut habt, wenn die Zunge sich so verfärbt hat? Also echt crazy. So, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt hier schon ein paar Beeren gegönnt, wie man sehen kann. Da fehlen auf jeden Fall welche. Sie sind mega lecker. Ich mache die mal auf meinen Teller. Ich muss auch zugeben, für 2 Euro, so viele habe ich gar nicht gegessen, ich würde sagen eine Handvoll. Und mit einer Handvoll meine ich nicht eine Handvoll, sondern 5. Ich probiere jetzt das hier mal, es sieht ja ganz okay aus, aber wie gesagt, ich habe das ja schon mal im Urlaub getrunken und da fand ich das gar nicht so geil. Ich wollte gerade schon zur Kamera halten, aber ihr könnt es ja nicht riechen. Wie man an diesen Aufkleber sehen kann, ist das so wie mal aus dem Ausland. Woher kann ich jetzt so gar nicht sehen? Keine Ahnung. Ich probiere es mal. Irgendwie kann ich nicht sagen, ob ich es lecker oder eklig finde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich es nicht nochmal kaufen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das jetzt mal hierzu essen.
macht keinen Sinn, weil Himbeer auf Himbeere. Aber gut, ich glaube, das ist bis ganz oben in voll. So, auf jeden Fall, ich probiere es jetzt mal. Oh Mann, Alter! Das ist ja richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist total instabil. Es verbiegt sich direkt. Das Ding ist einfach, wir haben es jetzt mittlerweile auch schon abends, 20 Uhr. Das liegt daran, weil ich das Experiment erst gegen 14 Uhr angefangen habe. Ich habe bis dahin noch nichts gegessen. Ich hatte was zu erledigen. Mal vorab, es ist richtig krass. Ich habe für die Sachen einfach mal 12,58 Euro bezahlt, ey. 12,58 Euro. So, also die Beeren sind hier drinne. Schmeckt ganz interessant. Also ich muss sagen, irgendwie ist das komisch, weil es sind Beeren in Beeren. Wenn ich ehrlich bin, schmeckt mir das überhaupt nicht. Aber ich esse es jetzt einfach, weil ich Hunger habe. So Leute, die Schale ist leer. Satt bin ich auf jeden Fall. Das hat so gestopft, ey, es ist ja auch Quark. Aber lecker war was anderes. Da steht auch drauf, reich an Protein. Ob es so ist, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Die Flasche ist auch leer. Ja, das ist eklig, werde ich auf jeden Fall nicht mehr wieder kaufen. Jo, also was soll ich dazu sagen? Ich habe gar keinen Hunger mehr, weil der Quark so eklig ist. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Meine Zunge ist auf jeden Fall auch nicht mehr blau. Ich werde jetzt auf jeden Fall pennen gehen und morgen wieder, Gott sei Dank, normal essen. Und das war's auch gewesen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir eine positive Wertung. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Oder ob ich vielleicht noch eine Challenge machen soll, wo ich kein nur lila esse. Obwohl, das war ja schon fast lila. Oder grün, keine Ahnung. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ciao.